Kirche zu Hause und unterwegs mit der katholischen Pfarrei St. Antonius in Herten. Erinnerungen sind wichtig. Sie geben mir Kraft, zaubern mir ein Lächeln ins Gesicht und Wärme ins Herz. An das, was wir uns heute erinnern, das ist mehr als eine Erinnerung. Das ist ein Geschenk. In jedem Gottesdienst denke ich daran. Mensch, das, was ich feiere, ist 2000 Jahre alt. Mal ehrlich, welches Geschenk hält so lange an? Da hat Jesus schon etwas sehr Tolles geschafft. Ein Geschenk, das über diese Zeit erhalten bleibt. Das ich immer wieder empfangen darf, ja? Das mir Kraft und Energie gibt für alles, was vor mir liegt. Beim Mahl mit seinen Freunden hat er gesagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Für mich heißt es, wenn wir uns in seinem Namen versammeln, dann ist er mit dabei. Auch wenn er Gott ist, macht er sich so klein, dass er ganz in mich hineinkommt. Ein großes Geschenk, das Jesus mir hinterlassen hat. Ein Geschenk, das bleibt, das mir Kraft und Energie gibt und mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Demnächst hier im Bürgerfunk. Ich bin Oliver Kelch vom Bürgerfunk Recklinghausen, der Theologieredaktion. Und am Ostermontag, da möchten wir natürlich die Auferstehung feiern. Mit Ihnen zusammen hier exklusiv im Bürgerfunk von Radio Fest ab 20 Uhr. Da gibt es wieder den Radiogottesdienst zu Ostern. Feiern Sie mit uns eine Stunde lang Gottesdienst, Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus in Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde. In diesem Jahr spendet Pfarrerin Kirsten Winsbeck den Radiosegen. Am Ostermontag ab 20 Uhr hier im Bürgerfunk auf Radio Fest und überall da, wo es Podcasts gibt, bereits ab morgen.